Lange habe ich mich davor rumgedrückt. Ich habe auch schon mit kleinen Spielzeugpumpen hier Versuche gestartet, um den Schlamm herauszupumpen, aber das ist alles nichts. So, und jetzt habe ich mir diesen Elefant 10.000 gekauft und mal schauen, was der so bringt. Auf jeden Fall hat er eine ordentliche Motorleistung von 1,5 kW und das werde ich jetzt testen. Hinter der Pumpe verwende ich diesen alten ausrangierten Feuerwehrschlauch, einen C-Schlauch. So, der Feuerwehrschlauch, der ist hier ein bisschen zu lang. Mal schauen, ob das dann trotzdem geht. Unser Radio ganz nach rechts gedreht, so ein bisschen Wasser ist. Wasser kommt schon mal. Jetzt werde ich den Rüssel noch ganz ins Wasser hängen. Oh, den Schlauch habe ich jetzt gekürzt und auch nochmal so verlegt, dass jetzt nicht unbedingt Knicke vorhanden sind. Hier muss ich noch einen ausbessern. Und dann wollen wir mal schauen, ob er dann auch Schlamm pumpt. Ja, so, zunächst mal ist die Ausbeute jetzt hier noch ein bisschen gering. Ich werde jetzt noch mal den Schlauch kürzen. Ja, ohne Abschalter geht das offenbar nicht. Es ist hier was reingeraten. Und da kann die Pumpe natürlich nichts für. So, das ist jetzt hier das Stück, was die Pumpe verstopft hat. Ja, da habe ich mich selber ausgetrickst. Hier liegt die Steckverbindung im Wasser und vermutlich ist jetzt der FI-Schalter gekommen. Ja, wie vermutet, FI-Schalter ist gekommen, hält jetzt wieder. Hier habe ich jetzt einen Schutzgitter montiert, damit keine Zweige und Schilfwurzeln angesaugt werden. So, und hier ist tatsächlich jetzt schon mal ein erster Schlamm rausgepumpt worden. Ja, nach kurzer Zeit hat sich hier dieses Sieb zugesetzt, was sonst die Pumpe zusetzen würde. Das heißt, ohne einen Abschalter ist das hier nicht effektiv. Die Pumpe hat an sich richtig Power. So, der Vorabschalter ist gekommen. Da sind dann auch Schlauchanschlüsse dabei. Einmal hier oben, damit ich die Kupplung hier wieder anschließen kann. Der Anschluss kommt direkt an die Pumpe. Hier unten muss dann auch noch so ein Adapter noch festziehen. Oh, hier ist sogar ein Schlüssel für die Schlauchkupplung dabei. Das ist gut. Sogar zwei. Das ist ja Wahnsinn. Ja, dann hole ich jetzt erstmal. Ja, also hier ist dieses Sieb drin. Hier habe ich gestern den Schlamm hingepumpt und das Problem ist, irgendwann läuft er mit dem Wasser zurück in den Teich und das will ich jetzt verhindern. Das ist jetzt die Pumpe neu aufgebaut und hier habe ich eine Barriere errichtet,
damit der Schlamm nicht in den Teich zurückfließt. Den Schlauch werde ich jetzt mit diesem Gewicht unter Wasser halten, damit er keine Luft saugt. Diesen Abschnitt zeige ich bewusst ungeschnitten, um zu zeigen, in welcher Zeit sich das Sieb des Vorabschalters zusetzt. Der Schlauch wird von einem Gewicht unter Wasser gehalten und mit einer Hacke ziehe ich jetzt den Schlamm zum Schlaucheinlauf. Hin und wieder verstopfen Tannenzapfen oder Zweige den Schlaucheinlauf und die entferne ich dann und dann geht es sofort weiter. Hier sieht man jetzt, dass tatsächlich Schlamm mit dem Wasser gefördert wird. Und hier muss ich wieder eine Verstopfung beseitigen. Jetzt ist der Vorabschalter komplett mit Wasser gefüllt, das heißt, der Sog ist sehr stark und das ist ein Zeichen, dass das Sieb von dem Vorabschalter jetzt zu ist. So, dann schauen wir mal, was sich hier so angesammelt hat. Hier oben zieht es dann über das Sieb hinweg, wenn es unten alles zu ist. Mal schimmelt gleich weg, weil diese Fläche hier, die muss hinterher wieder sauber sein, damit es dann dicht ist. Das ist jetzt hier der Inhalt. Nicht voll, aber es verhindert halt hier, dass das Wasser gut durch das Sieb fließt. Den wieder einsetze, spüle ich das dann noch ein bisschen mit Wasser aus. So, und jetzt ist er wieder einsatzfähig.
und weiter geht's. Muss ich dann doch noch was machen an der Barriere. Da läuft dann doch das Wasser unter den Brettern durch. Aber das meiste wird aufgehalten vom Schlamm. Den Filter zusetzt ist auch gut, um hier das Brett bzw. den Spalt unter dem Brett abzulichten. Die Barriere hilft zum größten Teil. Es ist nur noch wenig, was hier zurückfließt an Schlamm. Und der verteilt sich jetzt hier an der Ausflussstelle über der gesamten Fläche. Hier ist jetzt das Ergebnis von einem Arbeitszyklus, wo eben dann wieder der Vorabscheider geleert werden muss. Ja, insgesamt ist das ein ziemlich mühseliges Geschäft, aber die Alternative wäre gewesen, hier den Teich zu leeren und mit einem Bagger das Ganze rauszubringen. Und ja, man sieht hier, ich habe hier überall natürliche Uferbewachsung. Ja, und es wird dann alles zerstört. Und in diesem Teich habe ich Aale und Schleien, die hier über 10 Jahre drin sind. Und die möchte ich halt nicht bei solch einer Aktion mit einem Bagger verlieren. Um die Intervalle, in denen sich das Sieb in dem Vorfilter zusetzt, zu verlängern, fische ich die faserigen Bestandteile, Tannenzapfen und Wurzeln hier aus dem Schlamm raus. Und auch die Tannenzapfen, die Düse zusetzen, die fische ich damit gleich mit raus. Ja, und den Schlamm, den schiebe ich jetzt noch mit der Schaufel in Richtung Düse. Wo ich hier drauf stehe, das ist eine Schlupfschicht. Die soll nicht beschädigt werden, sonst läuft man Naturteig raus. Die Barriere hält jetzt auch das Wasser besser, nachdem ich hier die faserigen Bestandteile unten als Abdichtung verwendet habe. Ja, mein Fazit. Ich bin froh, dass ich so eine starke Pumpe gekauft habe. 1,5 kW. Die überlastet meine 16 Ampere Zuleitung auch nicht. Denn so ein Asynchronmotor, der kann auch mal wesentlich mehr ziehen beim Anlauf oder wenn er irgendwie blockiert wird. Und dann nutzt dann praktisch 50% hier von dem Netzanschluss. Und das zweite ist, also ohne Vorabscheider geht da gar nichts. Naja gut, und die Arbeitsweise, ihr habt es ja gesehen, die Zyklen, in denen der Vorabscheider sich zusetzt, die sind doch recht kurz. Kann man allerdings verlängern, wenn man hier mal so die groben Sachen einfach mit der Hake oder mit der Forke rausnimmt. Und je öfter man das macht, umso effektiver wird man da auch. Und ich habe hier jetzt schon einen ganzen Teil geschafft. Gleichwohl, das ist nicht einfach so Pumpe anschalten und der Teich ist sauber. Es ist ein bisschen Arbeit. Klar, hätte ich irgendwie ein Unternehmen beauftragen können, hier Teich ablassen, ausschieben mit dem Radlader, mit dem Bagger. Ja gut, also die Gefahr ist einfach hier unten, da wo ich drauf stehe, das ist eine Schlupfschicht. Das ist nämlich hier ein natürlicher Teich und wenn die beschädigt wird, ne, da braucht ja noch nicht mal mit der Baggerschaufel verletzen, also es reicht schon, wenn der da irgendwie mit dem Rad einsackt, ja, dann ist der Teich erledigt. Ne? Also insofern ist ein bisschen mühevoll, aber ich bin so ganz zufrieden. Ich werde das hier so nach und nach befreien. Das ist ja auch jetzt wirklich ein Härteeinsatz hier für die Pumpe. Das ist ja
quasi nicht mehr Teich, sondern es ist ja Land, was ich hier wegspüle. Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr andere praktische Sachen so mal sehen wollt, über Sanieren, Energiesparen und so weiter, abonniert gerne meinen Kanal. Und vielleicht bis später oder bis irgendwann mal. Und ja, tschüss, euer Norbert.